Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ich freue mich auf diese neue Episode. Herzlich willkommen erstmal. Hallo Martje und vor allen Dingen hallo Elisa. Hallo ihr beiden. Ja, hallo ihr beiden. Freut uns sehr, denn wir haben Elisa zu Gast im Ich-Podcast und Elisa ist unter anderem Expertin für Hochsensibilität und da haben wir gedacht, Mensch, das ist ein tolles Thema, was ja, glaube ich, auch so meiner Erfahrung nach, aber wir fragen gleich mal Elisa, wie sie das wahrnimmt, immer mehr so auch in die Wahrnehmung rückt. Ich glaube, vor 10 Jahren hätte man gesagt, was ist das? Ne? Ist das ansteckend? Tut das weh? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Jetzt wollen wir mal gucken, was es damit auf sich hat. Liebe Elisa, sei doch so lieb und stell dich einmal so kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und dann vor allen Dingen interessiert uns natürlich, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Das mache ich gern. Okay. Also bevor ich anfange, möchte ich euch beiden ganz herzlich danken, dass ihr mich zu eurer Podcast-Folge eingeladen habt. Super, danke auch für deine Spontanität, denn da muss man sagen, das kann man jetzt nicht wissen, das ging relativ schnell, dass wir einen Termin gefunden haben. Okay. Ja, also ich bin Elisa, bin 37 Jahre alt, verheiratet und wir haben 2 ganz bezaubernde Kinder. Eine Tochter, die ist 9 und ein Sohn ist 12. Und ja, unser kleines Familienglück noch perfekt zu machen, haben wir auch seit 2 Jahren noch einen Hund, einen Familienhund. Genau. Und ja, vielleicht hole ich mal so ein bisschen aus. Also ich habe nach der Schule direkt eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gelernt, habe dann auch 3 bis 4 Jahre in dem Beruf gearbeitet und bin dann für mich an so einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das passt nicht mehr. Für mich war total ausgebrannt. Und habe dann so für mich gedacht, entweder ziehe ich jetzt hier einen Schlussstrich oder ich brauche demnächst wirklich Hilfe. Bin dann in dem Familienbetrieb meiner Eltern gelandet, bei dem ich seitdem bin und heute auch noch. Genau, dann sind zwischendurch unsere beiden Kinder geboren. Und zur Hochsensibilität, genau, also damals als Ergotherapeutin war ich mir dessen noch nicht bewusst, dass ich auch zu den Auserwählten zähle. Da zu dem Thema gekommen bin ich über unsere Kinder, also über unseren Sohn erstmal. Da gab es so eine Situation im Schwimmunterricht, wo hinterher die Schwimmlehrerin zu uns gekommen ist oder zu mir erstmal und gesagt hat, ja, habt ihr denn schon mal was von Autismus oder vom Asperger-Syndrom gehört? Habe ich gesagt, ja, und könnte das vielleicht auf euren Sohn zutreffen? Naja, dann habe ich halt mit meinem Mann gesprochen und der damals total abgeklärt. Nee, Elisa, überleg doch mal. Dann habe ich mich halt nochmal, wusste es ja eigentlich, aber manchmal ist man dann doch, wird man dann von außen gern ein bisschen verunsichert. Gerade in der heutigen Zeit hat ja irgendwie, gibt es ja für alles eine Diagnose und jeder ist ja irgendwie nicht richtig, wenn er mal nicht. Nicht so funktioniert, wie sich das vorgestellt wird, leider. Und dann habe ich mich halt auch nochmal belesen und für mich habe ich dann halt gewusst, okay, Asperger und Autisten sind halt nicht in der Lage, Empathie und Mitgefühl zu entwickeln und auch zu empfinden. Und da ist unser Sohn und auch unsere Tochter beide das komplette Gegenteil. Also das können die super gut, super, super gut. Okay, trotzdem hat mich das Ganze nicht so richtig losgelassen und naja, ich habe dann erstmal bei unserer langjährigen Kinderheilpraktikerin angerufen, habe der so ein bisschen davon berichtet und sie sagte dann, ja, du, bei euch in der Nähe gibt es eine Fachberaterin für Hochsensibilität und vielleicht magst du da einfach mal anrufen, mal einen Termin machen und dich mal beraten lassen. So, das habe ich dann auch relativ zügig gemacht. Und bei dem Gespräch, also es war halt ganz schön, weil man einmal drüber gesprochen hat und dann wird man halt auch, wird einem der Druck genommen. Und das ist, glaube ich, dieses Wichtige. Also da wusste ich, okay, ja, mein Bauchgefühl hat es eigentlich vorher schon gewusst, aber es ist alles,
alles super, so wie es ist. Und genau, sie hat dann eben auch erzählt, dass sie auch ja, Leute ausbildet zum Fachberater für Hochsensibilität. Und ich war dann halt so ein bisschen in dem Thema drin und wollte dann auch gerne einfach noch ein bisschen mehr drüber wissen, um einfach die Kinder und aber auch um mich besser zu verstehen. Und das ja, kam dann auch immer mehr während der Ausbildung, dass mir dann immer mehr bewusst wurde, warum manche Sachen so sind und dass man vieles auch einfach so hinnehmen kann, dass man immer gar nicht alles unbedingt umswitchen muss oder beziehungsweise, dass man Wege findet mit einfachen Kniffs und Tricks, dass es einfach passt für einen. Genau. Ich finde Sei das doch so. Wichtige, wenn du dann zu so einer Fachberaterin gehst oder wenn jetzt jemand zu dir kommt, auch als Expertin, ist ja, man hat es einmal abgeklärt, man weiß jetzt, womit man arbeiten kann. Das ist ja, finde ich, immer schon die halbe Miete, ne? Es ist ja immer nur so beängstigend, wenn man gar nicht weiß, was es ist und wo es hingehen soll. Aber sobald man, was auch immer für eine Diagnose jetzt hat, so, also Diagnose nicht im Negativen, aber wenn man einen Anhaltspunkt hat, von wo aus man weitergehen kann, dann ist es ja, wird es ja einfacher, so. Genau. Ja, oft hilft dir schon einfach der Austausch, ne? Das habe ich auch dann gemerkt während der Ausbildung und da waren wir 6 ganz tolle Frauen und da waren noch einige Mütter dabei. Und wenn man einfach sieht, okay, man steht gar nicht alleine da. Es gibt noch andere, die genauso fühlen und so empathisch eben auch sind. Und dieser Austausch, der war halt sehr wertvoll für uns alle. Und ja, das war wirklich schön. Sei doch so lieb und vielleicht kannst du mal sagen, was hat es überhaupt, also was ist das überhaupt, Hochsensibilität? Und es gibt ja so ein paar Abkürzungen, wenn ich mich nicht täusche, ne? HSP, glaube ich, und so, Genau. Lisa. Vielleicht Ich magst kann du ja. da mal so ein bisschen was erzählen für jemanden, der jetzt zum ersten Mal das hier hört. Was ist das eigentlich? Und so ein bisschen Hintergrund. Ah, okay. Also zur Hochsensibilität kann man auch sagen, die offenen Wahrnehmungskanäle. Hochsensible Körper sind eben ganz speziell darauf ausgelegt, gleichzeitig ganz viele Reize wahrzunehmen. Und wir haben ja 5 Sinne, also das Sehen, das Riechen, das Schmecken, das Hören, das Tasten und das Fühlen, aber auch Wahrnehmung von Schwingung und Stimmung. Und ja, bei den Hochsensiblen sind eben überwiegend diese ganzen, also oft alle 5 Sinne stärker ausgeprägt. Es ist aber auch möglich, dass nur ein Sinn etwas stärker wahrgenommen wird. Und hochsensible Menschen nehmen eben mehr und intensiver wahr, was um sie herum passiert, aber auch in ihnen vorgeht. Und sie empfinden eben Gefühle intensiver und erleben äußere Reize wie Licht oder zum Beispiel Lautstärke auch ausgeprägter, nehmen aber auch Situationen und Dinge tiefer und ehrlicher wahr. Und wenn, jetzt hast du ja gesagt, weil da möchte ich nochmal anknüpfen, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich nehme jetzt was viel stärker wahr, was macht das denn dann mit dem Menschen? Weil du hast ja jetzt in Verbindung, das fand ich ganz toll, diese Geschichte deines Sohnes erzählt mit dem Schwimmunterricht. Denn wie kommt jetzt die Verbindung zustande, dass jemand im Außen so einen Menschen erlebt, wie damals dein Sohn, und jetzt auf die Idee kommt, der ist Autist? Ja, also was ist. Wie ist damals der Schwimmlehrer oder die Schwimmlehrerin, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer es war, darauf gekommen? Also vielleicht magst du da mal so eine Verknüpfung herstellen, weil ich finde das ganz wichtig, denn ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt du als achtsame Mutter bist jetzt dem nachgegangen, aber andere, die folgen dann vielleicht dieser Geschichte und rennen dann vielleicht in irgendeine Sackgasse und dann gibt es einen Stempel drauf, das ist ein Autist, wobei das sind ja auch ganz wunderbare Menschen, aber es geht dann ja in eine ganz andere Richtung. Also vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das wird ja den einen oder anderen auch mal betreffen im Leben, der ein Kind hat und jetzt kommt plötzlich sowas. Ja. Ja, also das ist halt immer unterschiedlich, aber zum Beispiel jetzt bei unserem Sohn war das im Schwimmunterricht, ja, es war halt dieser Druck, es war eine Situation gefordert und die mochte er in diesem Moment nicht erfüllen, weil er einfach noch nicht so weit war. Und ja, da gibt es also auch zum Beispiel in der Schule, es gibt ja ganz viele, die können sich dann nicht so gut konzentrieren, auch viele Kinder. Weil es einfach, die nehmen dann nicht nur die Geräusche, also das, was die Lehrerin spricht, wahr, sondern auch eben den Geräuschpegel der 20 oder 25 anderen Kinder. Zudem fällt ihnen vielleicht aber auch noch das helle Licht auf, was sie stört.
bis auf auch, dass sie noch spüren, wie sind jetzt so die einzelnen, ja, ich sag mal, also die einzelnen Positionen der Menschen, also sind die sich sympathisch, hat jetzt gerade jemand Streit. Dann kommt vielleicht noch hinzu, dass die ziemlich gut riechen können und dann riechen die noch, oder jeder Mensch riecht anders. Und das prasselt alles auf die ein und dann verlieren die natürlich schnell den Fokus, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, was lasse ich jetzt, sage ich mal, durch meine Filterbarriere durch. Ja, was ist es wert und wichtig, mich darauf jetzt zu fokussieren und zu konzentrieren und was kann ich jetzt eigentlich gerade mal ausblenden? Und wenn dann diese ganzen Reize auf einen einströmen, kommt es eben auch schnell zu so einer Reizüberflutung. Ist es denn was, was ein Leben lang bestehen bleibt, oder ist es was, wo man sagen kann, okay, das, ich sage jetzt mal so ganz, ganz dumm gesagt, das verwächst sich vielleicht oder irgendwie das hört auf, oder ist es eher so, dass die Menschen sagen oder müssen oder damit rechnen müssen, in Anführungsstrichen, weil es ist auch eine Gabe irgendwo, das bleibt mein ganzes Leben lang so und ich muss jetzt Strategien entwickeln, damit ich eben gut durch diese Gesellschaft komme, durch dieses Leben, wo ich jetzt hier gerade lebe, um damit umgehen zu können. Also, meiner Welt würde ich sagen, bleibt für immer, aber wenn man sich dessen bewusst ist und diese Hochsensibilität ausleben kann, dann ist es eigentlich relativ einfach, weil man es dann schnell auch als Gabe sehen kann. Also, dann, wenn man lernt, sich nicht für diese Sachen, die man da empfindet und spürt, die ganze Zeit falsch zu machen und zu sagen, was stimmt denn mit mir nicht? Warum sind denn die anderen, warum merken die das nicht? Oder ne, dieses auch, dass man eben ernst genommen wird, gerade auch von den Eltern, dass sie eben sehen, was die Kinder empfinden und fühlen. Zum Beispiel, wenn sich ein Kind stößt, wie viele Eltern oder hinfällt und dann anfängt zu weinen, wie viele Eltern gehen dann hin und sagen, ach, steh wieder auf, ist doch nicht so schlimm, war doch gar nichts. Damit suggerieren wir ja den Kindern unterschwellig, das, was du jetzt gerade empfindest, dein Schmerz und vielleicht auch deine Aufregung, die du hast, das ist ja gar nicht so. Das stimmt ja gar nicht. Da bist du jetzt ganz falsch auf dem falschen Weg unterwegs. Und ja, wenn wir aber so angenommen werden, wie wir sind und das eben auch unseren Kindern beibringen, dass die völlig in Ordnung sind mit dem, was die empfinden und dass sie eben gerade diesen Schmerz haben, weil, seien wir mal ehrlich, wenn jemand stürzt, woher soll ich wissen, was er gerade fühlt? Das kann ich nicht, weil ich stecke nicht in dem Körper in dem Moment. Und ja, dann gibt es noch ein unterschiedliches Schmerzempfinden, was jeder Mensch auch anders ausgeprägt hat. Und das ist auch öfter bei Hochsensiblen ein bisschen stärker ausgeprägt, muss nicht. Aber ja, wenn man die dann eben auch ernst nimmt und sagt, deine Gefühle sind wichtig und das, was du empfindest, das ist völlig okay, so wie das ist, dann nimmt man schon mal den Druck und dann legt man schon mal einen guten Grundstein dafür, dass sie sich eben nicht falsch machen. Was würdest du sagen, oder gibt es Daten, wie viel Prozent der Menschen das zumindest hier, sag ich mal, in der westlichen Welt betrifft? Also damals, das gibt es ja, ist ja auch nichts Neumodisches, das gibt es ja schon, also das wurde schon so ein bisschen in den 20er, frühen 20er Jahren von zwei unterschiedlichen, also ein Psychoanalytiker und ein Mediziner. Die haben sich damals schon darüber Gedanken gemacht und C.G. Jung, das war ein Schweizer Psychoanalytiker, der hat sich damit beschäftigt und der russische Mediziner Pavlov, der hat damals gesagt, das betrifft so ungefähr 15 bis 20%. Das sagt man heute auch noch, wobei ich so ein bisschen sagen würde, Tendenz steigend, also vielleicht sind es auch schon 25%, weil wir ja eigentlich oder leider in so einer schnelllebigen Zeit leben, wo alles ist, also es geht ja immer mehr Leistungsdruck, immer höher, schneller, weiter, mehr erreichen und da kommt es halt immer mehr zum Vorschein. Also es sind nicht mehr Leute, aber es fällt halt mehr auf, sag ich mal, weil der Druck von außen einfach so groß ist. Und ja, dann kommt es eben schneller zum Vorschein, dass man dann auch mal überfordert ist. Das war halt früher ein bisschen anders, ne? Jeder vierte oder fünfte ist natürlich auch wirklich schon eine große Anzahl. Das ist ja jetzt Ja, ein Exot. So einen genau. trifft man nur einmal im Leben oder so, sondern das Nein. sind ja wirklich viele Menschen. Was Genau. ich mich frage ist, ich sehe das häufiger in Social Media oder so, dass Leute posten, ich bin hochsensibel, deswegen kann ich
nicht zu einem Konzert gehen oder so, weil da dann 50.000 Menschen sind. Mhm. Kann man, wenn man das weiß, gibt es Strategien, dass ich das irgendwie blocken kann, damit ich halt trotzdem Dinge machen, solche Dinge machen kann, große Menschenmassen oder so? Oder würdest du sagen, das ist einfach ausgeschlossen? Nee, also ich würde auch das, auch wenn man sagt, man ist hochsensibel, ich würde das nicht signifikant machen, weil man sich ja ganz leicht auch vom Leben ausgrenzt. Also wenn ich sage, ich bin jetzt so was Besonderes und es ist mir, also eigentlich kann ich gar nichts, weil ich kann jetzt nicht arbeiten, ist mir alles zu viel und ich kann das nicht, weil ich kann da nicht hingehen, da ist es mir zu laut, das kann ich nicht, weil das ist mir zu grell. Das kann man machen, aber ich weiß nicht, ob das Leben dann so schön ist und so freudvoll ist. Also das würde ich erstmal als erstes, ich würde es nicht so ja, als so ein Thema machen und sich selber dann auch so den Druck und so was Besonderes ansehen, weil ja, dann verpasst man ja auch viel vom Leben. Natürlich gibt es immer so gewisse Sachen, also ja, ich sag mal so, wenn jetzt einer aufs Konzert geht und der will sich da unterhalten und ein Hochsensibler, dann ist das vielleicht mit der Voraussetzung nicht das Beste. Da muss er sich überlegen, möchte ich lieber zum Unterhalten, okay, dann treffe ich mich mit meiner Freundin zum Beispiel, lieber irgendwie in einer ruhigen, ein Café ist auch schon manchmal schwierig, aber lieber bei jemandem zu Hause von den beiden und wir machen sozusagen ein Date aus, wo wir uns nur treffen zum Unterhalten. Oder will ich eben mal richtig Party machen und ich mag gern Musik und ich mag vielleicht auch dieses Spüren vom Bass, dann ist ein Konzert super. Weil ja, dann habe ich Platz, also naja, okay, aber ne, ich kann mich bewegen, ich kann das spüren. Natürlich ist das dann für viele auch, das ja, ist wieder so ein bisschen individuell zu betrachten, diese ganzen Menschenmasse dann ja auch, dieses so viele auf einen Haufen, das kann ja auch nicht jeder gut. Wobei, wenn man sich auch so Freiräume schafft, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich möchte aber gern zu dem Konzert, dann muss ich mir ja vorher vielleicht den Tag nicht schon so vollpacken mit ganz vielen Terminen, wo ich schon eigentlich dann mit Reizen so voll geballert bin, sag ich mal, dass das mir abends noch zu viel ist. Wenn ich aber vielleicht meinen Tag so gestalte, dass er vorher relativ entspannt und mit genug Ruhepausen und Ruhephasen für mich einhergeht, dann würde ich sagen, ist so ein Konzertbesuch super zu packen. Mann, vielleicht bist du so lieb und sagst mal, einmal vielleicht für Eltern und einmal für sich selbst. Was sind so typische Anzeichen, woran Eltern erkennen könnten, dass es in diese Richtung geht? Und auf der anderen Seite, woran könnte ich selbst erkennen an mir, dass ich hochsensibel bin? Was sind so einfach so Dinge, wo du sagst, ah ja, das ist, da könnte man mal drüber nachdenken in der Richtung? Okay, also bei Kindern ist es ja schon oft auch, dass sie gerne auch verträumt sind. Manche sind auch so ein bisschen introvertiert, so ein bisschen in sich. Wobei hochsensible Kinder, also ich sag mal so, wenn das jetzt im Unterricht gesagt wird, kann sich nicht so gut konzentrieren, muss man nicht immer gleich denken, wer hat ADS oder ADHS. Weil hochsensible Kinder können sich zum Beispiel super auf eine Sache konzentrieren und ganz ausdauernd daran arbeiten, für das, was sie interessiert. Ja. Sie haben oft ein ausgeprägtes Empathiebefinden. Also wenn es jetzt Streit gibt zum Beispiel, das können Kinder oft nicht gut aushalten, wenn sie hochsensibel sind, weil sie das dann da mittendrin sind. Sie erleben das richtig, sie fühlen das richtig. Das ist schwer. Oder zum Beispiel bei Geburtstagen. Wenn man das Haus voll hat und das Kind hat Geburtstag. Und dann merkt man irgendwann eigentlich, hört das gar nicht richtig zu. Es wird vielleicht auch ein bisschen wütend, ein bisschen aggressiv und zieht sich irgendwann zurück. Spielt vielleicht dann ganz alleine unter dem Tisch oder am liebsten in seinem Zimmer und mag dann vielleicht auch, gibt es dann vielleicht so Situationen, wo das Kind sagt, ich mag jetzt aber nicht mit meinen Gästen spielen. Ich habe jetzt keine Lust. So, dass man dann nicht sagt, eben, du musst jetzt, sondern das ist so ein Selbstschutz. Also das gab es zum Beispiel bei unseren Kindern auch. Gab es Situationen, es gab Familienfeiern und dann wurde das Spielzeug ausgepackt und dann am liebsten erstmal ganz alleine für sich.
weil zum Beispiel dieses nach dem Kaffee trinken und die ganzen Gäste, die ganzen Eindrücke, ganzen Geräusche, dann war das System erstmal schon, sage ich mal, voll. Und dann brauchte er das Kind so ein bisschen Ruhe für sich und ist dann nach einer gewissen Zeit auch wieder ganz alleine zurückgekommen, sage ich mal, und hat am Geschehen wieder teilgenommen. Als er so ein bisschen ja, für sich im Rückzug war und erstmal wieder sein System so ein bisschen, sage ich mal, runterfahren konnte. Genau. Ja, also ja, was auch noch, jetzt haben wir fast einen Hochsensiblen, ist die Neigung zu Perfektionismus. Also Kinder wie auch Erwachsene, die wollen immer alles ganz toll machen und nicht nur 100%, sondern am besten 120% abliefern. Gerade in der Schule, aber auch zum Beispiel auf der Arbeit. Ja, wenn es da irgendwie ein Projekt gibt, sind dann natürlich auch sehr gewissenhaft und teilweise auch ein bisschen verbissen, dass, ja, weil sie selber an sich den hohen Anspruch haben, das wirklich so perfekt wie möglich ja, abzu oder wie sage ich jetzt, ja, abzuliefern. So, genau. Und bei dir Sind selbst, auch. also wenn du so Erwachsener bist, was würdest du da sagen? Was sind so typische Dinge, wo du drüber nachdenken könntest? Aha, es betrifft mich selber vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall das mit dem Perfektionismus. Das ist eben auch, auch so ein großes Verantwortungsgefühl, immer so für alle irgendwie eine gute Lösung zu finden. Also soweit auch, dass man selbst, also dass es auch mit so einer Selbstlosigkeit einhergeht, dass man eben bereit ist, sich für andere total aufzuopfern. Und sich ganz nach hinten stellt. Also erstmal soll es allen anderen gut gehen und dann ganz zum Schluss komme ich. Und das wird dann manchmal auch noch vergessen. Und dieses ein Recht machen wollen und alles so machen, damit sich der andere wohlfühlt. Und ja, genau. Sehr spannend. Und wenn jetzt dann Menschen zu dir kommen, vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Einblick geben in so eine Beratung, beziehungsweise was machst du denn da mit den Menschen? Also nehmen wir an, ich würde jetzt zu dir kommen und sagen, hier Elisa, ich glaube, ich bin hochsensibel. Was passiert da mit mir bei dir? Beziehungsweise auch, wenn ich jetzt sage, mein Kind könnte das sein und ich komme jetzt einfach mal zu dir, wie kann ich mir dann sowas vorstellen? Was passiert dann in der Stunde? Ja, dann wird sich erstmal unterhalten, sage ich mal, was den Eltern oder mir eben an der, oder ja, wenn ich Erwachsene bin, an mir auffällt, womit ich Schwierigkeiten habe. Dann gibt es auch einmal wie so einen kleinen Selbsttest, den man mal durchgehen kann. Geht es halt, ja, wie man was wahrnimmt, da kann man so ein bisschen schon mal sich, sage ich mal, einsortieren, ob man da wohl dazugehört oder nicht. Und dann schauen wir auch oft, wie sieht halt so ein Tagesablauf aus. Ne? Also wenn es jetzt ein Kind ist, wenn der in die Schule oder in den Kindergarten geht, wie sieht denn da Wochenplan aus? Also wenn ich das jetzt mittags abhole, was hat das dann? Oder bis nachmittags vielleicht sogar im Kindergarten ist oder in der Schule. Was stehen dann noch für Termine an? Ist dann vielleicht noch irgendeine Förderung dran, irgendeine Ergotherapie oder Physiotherapie, was weiß ich, und dann vielleicht noch ein Spieltreff oder noch irgendwie eine Geburtstagseinladung? Dann kann man schon mal schauen, dass man das so ein bisschen entschleunigt, dass wirklich auch genug, dass man genug Ruhepausen einbezieht und einbindet und erstmal schaut, was ist wirklich, wirklich wichtig? Also, welche Termine sollte man oder, naja, sollte man halt, also, ja, wahrnehmen? Und welche kann man vielleicht auch mal eine Woche später verschieben oder nicht so regelmäßig, ne? Also, genau, um so rauszufinden, wo das Maß, sage ich mal, das gesunde Maß liegt und dass es eben nicht zu viel wird und dass genug Rückzugsphasen auch da sind, wo sich die Kinder oder die Erwachsenen auch wieder erden können. Sehr schön. Ich kann mir vorstellen, wenn man das erst als Erwachsener jetzt rauskommt, jetzt hört man vielleicht im Ich-Podcast zum ersten Mal, ach, das gibt es so, und sich dann anfängt zu reflektieren, dass man bestimmt im Laufe seines Lebens auch so ein Feedback schon bekommen hat, ne? Also ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich mit meiner Tochter im Urlaub bin.
Ich bin sehr fokussiert. Ich bekomme diese Sachen in der Tiefe mit, auf die ich mich fokussiere, aber gar nicht viel drumherum. Und wenn wir dann durch irgendeine Innenstadt gelaufen sind, sagt sie hinter mir, hast du das gesehen? Hast du den gesehen? Mhm. Hast du das? Und ich denke immer, nee, habe ich gar nicht, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also ich bin definitiv nicht hochsensibel und ich weiß auch nicht, ob es meine Tochter ist, aber so jemand wie sie würde bestimmt dann öfter schon mal mitgeteilt bekommen haben, wow, was du alles mitkriegst hier um dich rum. Oder eben natürlich auch im Negativen, dieses stell dich nicht so an. Das ist nicht, ne, ist nicht so schlimm oder wie auch immer. Das wird man sicherlich auch jetzt als Erwachsener dann mitkriegen. Ja, stimmt, das ist mir schon häufiger passiert. Das ist oft das Feedback von außen. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, ob es da für mich Möglichkeiten gibt, besser damit umzugehen. Ja. Gibt es denn was, liebe Lisa, wo du sagst, das muss unbedingt noch mit in den Podcast hier, zum, was wir vergessen haben zu fragen oder was dir einfach ganz wichtig wäre in dem Zusammenhang? Also ich fände es ganz schön, wenn sich jeder nochmal so ein bisschen, gerade mit Kindern, da wird ja heutzutage wirklich viel Druck auch schon in den Schulen und so aufgebaut. Und es entsteht ja so ein halber Förderwahn, sage ich mal. Ne? Also mit diesem Entsprechen und auch diese ganze Gesellschaft immer erreichbar sein und dieses, ja, was ich vorhin schon sagte, höher, schneller, weiter. Wenn man da einfach mal so ein bisschen den Druck rausnimmt und die Kinder auch einfach mal im freien Spiel spielen lässt, weil sie da schon ganz viel durch Imitation lernen und ja, die eigenen Bedürfnisse der Kinder, aber auch seine eigenen wirklich wahrzunehmen und auch wichtig, also anzuerkennen. Und wenn es einem zu viel wird, dann das auch einfach wirklich mal sagen. So, jetzt ist mir hier, ich brauche jetzt mal gerade mal eine halbe Stunde oder mal eine Stunde auch mal Ruhe für mich. So. Und ja, was ich schön fände, wenn halt wirklich jeder seine Kinder heute mal in den Arm nimmt und sagt, wie wundervoll und genau richtig sie sind und das auch wirklich authentisch macht. Also nicht nur so mal, ne? Sondern Lisa weil hat das. gesagt, ich soll das jetzt machen. Genau, nein, wirklich so, ne? Also und denen wirklich immer wieder sagen, wie zauberhaft sie sind, und mit den Kindern ist alles in Ordnung. Wir sind perfekt so, wie sie sind. Das ist unsere Gesellschaft, die es manchmal ein bisschen schwierig macht. Genau, und wenn sie dann zu Hause so einen sicheren Hafen haben oder man eben selber auch, dann ist das schon ganz viel wert. Schön. Und immer offen drüber sprechen, wenn einem was irgendwie stört, auch in der Partnerschaft oder als Erwachsene mit anderen, wenn man dann merkt, irgendwie, das ist mir alles zu viel, das muss man nicht in sich reinfressen, sage ich mal, sondern sich irgendwem anvertrauen, einer Freundin, dem Partner, irgendwem und da einfach auch mal bisschen drüber sprechen und dann wird man, denke ich, den einen oder anderen auch finden, dem es ähnlich geht. Und dann ist man schon wieder im Austausch und das ja, geht dann schon wieder gut. Super schönes Schlusswort. Wir danken dir vielmals, liebe Lisa. Vielleicht sagst du noch mal ganz zum Schluss, wir werden das natürlich alles in die Shownotes packen, aber wie kann man dich erreichen? Also wenn jetzt jemand hört und sagt, okay, das muss ich noch mal näher erfahren, dann muss ich noch mal eine Sitzung bei der Elisa buchen oder noch mal Kontakt aufnehmen. Wie geht das am einfachsten? Ja, am einfachsten über das Internet. Ich habe eine Internetseite und die heißt bewusste-leichtigkeit.de. Da findet ihr mich und könnt ihr mich anschreiben, E-Mail oder WhatsApp oder anrufen und genau. Sehr schön. Wir verlinken das in den Shownotes. Vielleicht findet sich auch noch was anderes, was wir verlinken. Mal gucken. Und dann sagen wir vielen Dank. War, also ich habe ganz viel Erkenntnis zusammen. Ich glaube, das war auch für jeden, der hier zugehört hat, super wichtig oder auch zugesehen auf YouTube. Einfach auch um Menschen allein schon, das ist ja auch immer was, was wir im Ich-Podcast möchten, authentisches Leben und vor allen Dingen auch Menschen besser verstehen, was wir durchs Human Design gut können und jetzt auch durch die Ausführungen, die du gegeben hast, einfach so manchen Menschen, wo wir dann wahrscheinlich jetzt denken, so, ah, okay, jetzt verstehe ich den vielleicht besser. Der erlebt die Welt ganz anders als ich und deswegen ist er so, wie er ist. Also tausend Dank dafür. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann verlinke ihn gerne, empfehle ihn gerne, mach gerne Screenshot und so weiter und so fort. Auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns total. Gib uns auch gerne schöne Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer. Martin und ich sind immer sehr dankbar und freuen uns. Wünschen noch eine tolle Woche. Fröhliche Grüße, bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Tschüss. 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 Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.